ja, so viele Frauen auf einer Bühne und im Publikum. Kann das überhaupt gut gehen? Ja, denn was die wenigsten wissen, wir sind ja ganz normale Menschen. Ja, wir denken normal, gehen ganz normal rum, wir denken geradlinig, kein Witz. Es gibt halt nur Gerüchte über uns, ne? Es wird gelabert über uns. Wer labert über uns? Die Frauen! Ha, ha, ha. Hör mal auf mit der Frauen! Der ist immer so komplizierte Frauen! Ha, ha, ha. Immer die mit der Frauen mit der Handtasche, ne? Ha, ha, ha. Ich hab schon als kleines Kind, ne, hat mich das so abgefuckt, wenn so dicke Onkels so geredet haben. Geh mal mit der anderen Mädchen, der Opa muss immer Zigarre rauchen. Ah, ah, ah. Komm mal, wenn wir den Auto fahren. Ah, ah. Aber ich habe ganz schnell kapiert, so je lustiger die Sprüche waren, desto fetter war auch die eigene Wampe. Das hat irgendwie zusammengehangen, keine Ahnung. Aber ich meine, es gibt natürlich auch so ein paar Geschichten, die müssten wir Mädels mal aufklären. Die sind auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Wenn ihr jetzt, also ihr Jungs, wenn ihr jetzt heute hier seid zum Beispiel mit einer Frau, ist jetzt auch egal, ob eigene, geliehen, gefunden, in Pflege, scheißegal. Wenn die heute Abend aufs Klo geht, die braucht ja immer ein bisschen länger. Da fragen sich ja alle seit Jahrtausenden, was machen die da? Was machen die Frauen immer so lange auf dem Klo? Machen die da alle rum oder was? Auch. Aber das geht schnell. Das ist es nicht. Die Wahrheit ist, wenn wir abends weggehen, sind wir immer hackedicht. Wir haben schon vorgeglüht, davon wisst ihr gar nichts. Das heißt, in Gesellschaft sitzen wir hier, reißen wir uns natürlich die ganze Zeit zusammen, wir wollen ja nicht unangenehm auffallen. Also ist das Klo quasi der einzige Ort am Abend, wo wir unseren wahren Zustand mal kurz zulassen können. Wir sind den ganzen Abend ganz normal, wir verabschieden uns ganz normal, alles klar, ich gehe mich ganz kurz frisch machen. Aber sobald wir auf dem Klo sind, sobald die Tür hinter uns zugeht, Alter, lächle ja mal! Ich will eigentlich. Was ist denn bitte hier los? Ich will hackerisch machen. Oh. Was ist denn das für eine gute Akustik hier drin? Oh mein Gott, ich hab immer alles so lieb. So, wo ist das Klo? Ich muss pissen. So, wenn ich mich anstrenge, dann krieg ich die ganze Brille voll gepisst. Dann gehen wir raus, als wäre nichts passiert. Gut, wir haben vielleicht noch ein bisschen Klopapier in den Haaren. Aber das ist noch lange kein Grund, uns mit so billigen Sprüchen abzuschleppen. So, hallo, hast du dir eigentlich wehgetan, als du vom Himmel auf die Erde gefallen bist? Ey, wenn ich diese Sprüche höre, ne, die gibt's ja. Ich denk dann immer, oh Gott, irgendwann haben die mal funktioniert. Stell mal vor, irgendwo auf der Welt hat eine Frau mal auf so einen Spruch reagiert. Stell mal vor, so, ja? Wirklich? Glaubst du wirklich, die Engel haben mich im Himmel gemacht? Das hat gar nicht wehgetan. Boah, das ist voll süß von dir. Komm, ich blase sie ein. Das wäre doch eine Schande. Das wäre doch eine Schande für unser Geschlecht. Aber wenn ich jetzt schon bei Anmachsprüche bin, müsste man ja eigentlich noch schnell was zu Brüderle sagen, ne? Sexismus-Debatte ist ja vorbei, ne? Ist doch Schnee von gestern.
Sexismus gibt es ja nicht mehr, ist ja nicht mehr Bildschlagzeile, ne? Ich meine, was ist da auch passiert? Da hat's halt einem Opa ein bisschen im Schritt gejuckt und dann hat da irgendeiner Tante einen Tittenspruch gedrückt. Ja, und jetzt? Sollen wir uns, wir Mädels, wir sollen uns jetzt alle aufregen, ne? Wir sind die armen Opfer. Am Arsch. Ich bin so aufgewachsen. Das ist unser Leben. Wir kommen damit klar. Ist das allen jetzt erst aufgefallen oder was? Ich kann damit umgehen. Ich finde das nicht schlimm, wenn der mir einen Tittenspruch drückt. Der muss halt nur damit klarkommen, dass ich dem auch einen Schwanzspruch zurückdrücke. Aber kennt jemand die Reaktion darauf? Kennt das jemand? Oh, bei Ihnen ist aber nicht so viel los in der Hose. Oh, oh, oh. Ganz schön zickig, die Kleine hier. Ganz schön frech, ganz schön zickig. Ich meine, eigentlich ist es doch so. So ein gut gefüllter Ausschnitt, egal jetzt ob im Dirndl oder sonst wo, das ist eine Falle. Aber die stellen wir selber auf. Aber eigentlich ist diese Falle verdammt nochmal für Brad Pitt. Aber man hat halt leider öfter ein bisschen Brüderle als Beifang. So ist das halt. Ich war letztens mal auf einer Party und da kam auch so ein Typ zu mir und er hat original zu mir gesagt, das erste, was er gesagt hat, war, hey Baby. Da hätte er schon aufhören können, oder? Das reicht uns doch, mehr brauchen wir nicht. Hey Baby, ja, bitte, meinst du mich? Ja, was möchtest du? Bitte sprich. Hey Baby, was ist das? Und dann hat er weitergeredet. Ich glaube, es gibt Krieg. Und ich so, hä? Und dann sagt er, mein Säbel juckt. Ey, Entschuldigung. Ich weiß, das hat er sich lange überlegt, was er sagen soll. Aber ey, das war der seltsamste Moment in meinem Leben. Ey, das Leben geht ja weiter. Ich stehe da ja noch. Was sagst du denn da drauf? Aha. So, so. Ich so, und jetzt? Ja, juckt. Sag ich, ja, dann würde ich den Säbel vielleicht mal waschen, ne? Dankeschön. Caroline Kebekus.